Hallo Bernd, das ist eine VA für dich. Du hast uns ja herausgefordert, ohne Musik 10 Minuten Minimum aus der Natur zu filmen. Und heute sind wir im Harz unterwegs. Ich bin mit Gregor da unterwegs. Also wir gehen ja gerade an einen von den schönen Teichen entlang, die man hier oben finden kann im Harz. Ja, und ist Gregors Lieblingsort sozusagen. Okay. Der Harz, ja. Der Harz, also insgesamt. Favorit. Ja, und begleite uns auf der Tour. Viel Spaß dabei. Ich glaube, auch von Bremen ist der Harz gar nicht so weit. Also sozusagen ist das dann der Tourenvorschlag für dich mit Overnighter. Ja. Ja, dann heißt es jetzt dranbleiben und aushalten, was wir hier so erzählen. Ja. Also, viel Spaß. Heute haben wir ideales Wanderwetter erwischt. Ja, manche würden sagen, oh, ist ja bewölkt, keine Sonne. Nee, ist gerade richtig gut. Wenn man hier die Berge hochmarschiert und dann noch die Sonne auf dem Pelz brennt, da wäre es vergleichbar mit der heimischen Sauna, glaube ich. Ja, insofern kann man froh sein. Die Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei ungefähr 10%. Also die Wolken sehen nur so aus, als ob sie runterkommen wollten. Werden sie hoffentlich nicht, wenn sich der Wetterdienst mal nicht geirrt hat. Ja, aktuelle Temperatur, was würdest du sagen, Gregor? 13, 14 Grad, ne? 13, 14 Grad, also nicht zu kalt und nicht zu heiß. Ja, ja, das dazu. Man hört schon an meinem Atem, es geht jetzt schon ein bisschen bergauf, aber ist noch nicht so schlimm. Also. Bisher haben wir so einen schönen kleinen Waldweg begangen. Der ist echt sehr schön. Ringsum grün. Und viele Heidelbeeren hier. Da sind sie. Wo ich sie gerade suchen will, da kommen sie wieder. Alles da. Harz at its best. Huh? Bernd, ich muss das kurz unterbrechen. Hier ein Gruß an Tino. Extra für Tino hingestellt, eine kleine Salzlecke, dass er mir ein bisschen Mineralien danken kann. Wie auf der Hart, gell? Ja, Salzlecken, ganz wichtig. Also hier, vielleicht seht ihr, da hinten ist der Hochsitz. Und hier ist die Salzlecke. Und jetzt wird man sagen, ah, die stellen das Ding ja nur auf. Dafür, dass man da drauf schießen kann, dass das arme Rehbild dann da direkt getroffen wird. Es ist nicht genau so, wie man das vermutet. Die Salzlecke dient dazu, den Mineralienhaushalt erstmal zu klären für das Wild. Denn viele Male, und wir haben hier gleich nebenan eine Bundesstraße, man kann sie vielleicht hören, kommt das vor, dass dann im Winter hier kräftig gestreut wird auf den Straßen und dann das Wild Anfang des Jahres, weil Mineralienmangel herrscht, sich direkt an die Bundesstraße stellt und da das Salz aufnimmt. Das ist natürlich nicht so gewollt. Ja, man versucht natürlich damit auch das Wild ein bisschen von den Bundesstraßen wegzuholen, dass es nicht so viele Unfälle gibt. Ja, ganz wichtig, es gibt diese Salzlecksteine jetzt in dem einfachen Salz. Es gibt die auch in Rot, das ist dann ein Mineralleckstein. Der ist natürlich ein bisschen teurer und auch besser. Kann ich eigentlich nur empfehlen, die haben wir nur im Revier. Ja, ja, dann wollen wir mal weiter. So. Die Sonne kommt raus, Leute. Ah, ist das schön. Das war jetzt erstmal nur so ein Wolkenloch, aber Moment. Wird gut. Bernd, du bringst uns Glück. Gut, dass ich die VA gerade für dich mache. Das Wetter wird besser. Ah, hier, alles holperig. Ja, auch mittendurch. Der Erntemaschinen waren am Gang hier. Ja. Ja, ist gut bewirtschaftet hier der Harz.
Es riecht so gut hier. Nach gefälltem Holz. Modrigen Waldboden. Ah, richtig schön. Und Bernd, ich habe extra dran gedacht, dass du nicht so gerne deine 360-Grad-Filme nicht so doll findest. Extra für dich nochmal die GoPro mitgenommen. Die andere hängt hier. Den anderen Film gibt es dann in voller Länge mit Übernachtung. Ja. Und ihr bekommt dann den Vorgeschmack sozusagen. Hier haben sie ja richtig alles weggeholzt hier. Meine Herren. Na? Die wollen ernten, nur. Die wollen ernten. Das ist nur so ein schmaler Pfad. Das ist hier ein Harvester. Das ist ein Harvester dann. Das ist kein Traktor, das ist Harvesterspuren. Siehst du ja hier, alles abgelenkt auf ein Niveau. Zack, zack, zack. Warum haben sie jetzt den stehen lassen da? Als Käferfalle? Ah. Das ist gut. Ich dachte immer, die hätten Angst vor dem Borkenkäfer, ja? Dass sie dann auch die dann nicht. Naja. Also eigentlich ist der Wald hier noch relativ jung. Der Stammdurchmesser ist gerade so, dass man sie vielleicht ernten könnte, aber so hoch sind die nicht. Also da jetzt auf dem Winterbergpfad, da waren die wesentlich gigantischer im Sauerland. Da gehört das auch noch im Graf von und zu, gell? Ich kann's mal zeigen, was für eine Scheiße. Achso, ja. Gregor sagt gerade, ich soll euch mal zeigen hier, wie das aussieht, wenn der Harvester durchgeht hier. Der wälzt schon was um. Also das ist schon. Das dauert auch ein gutes Jahr, bis es alles weg ist, ne? Ja, ja. Das dauert. Ja. Kann man nicht nachvollziehen. Ich meine, die Bundeswehrübungsplätze sahen manchmal nicht anders aus. Es kam dann den Molchen zugute, gell? Oder macht das nicht da gleichzeitig wie ein Schild, dass irgendwie Mountainbiker abseits der Wege nicht fahren sollen? Ja, weißt du, ja. Dann machen sie hier so. Ja. Ja, das ist das Zweischneidige, was du da nicht jedem erklären kannst. In der Ruhezone fürs Wild und dann 100 Meter weiter hast du dann hier sowas. Ja, ja, ja. Passt irgendwie alles nicht. Ja, es ist manchmal komisch. Ja. Aber hier trifft wieder Landwirtschaft oder Forstwirtschaft auf Jagdwirtschaft, auf Freizeit und Kultur. Ah. Es riecht ja auch schön harzig. Also der Harz macht hier seinem Namen alle Ehre hier. Riechst du das? Ah, oh, voll so richtig. Richtig. Frisch geschlagenes Holz, richtig harzig. Richtig harzig. Das sind die ganzen Baumstümpfe, die jetzt ihr Harz abgeben wahrscheinlich. Die Leichen. Oh, richtig gut. Richtig gut. Hat für einen Vorteil, hier laufen halt nicht so viele Leute, weil es jetzt so matschig ist. Aber da hinten ist schon wieder ein Hütchen, gell? Also wie man sieht, ja, das ist eine Wanderhütte. Ja. Ja, also der Vorteil ist, man ist auf solchen Strecken natürlich alleine, gell? Ja, da kriegt ihr euch. Ah, schön, ne? Ja, den haben sie natürlich geerntet hier, weil er schon den Stammdurchmesser hat, aber das ist ein Auslichten, ne? Ohne Ende Jahresringe. Ja, der Herz war hier noch nichts mit Spuren. Hier hat's der ganz gut. Merkt man da. Ist ja da die Versorgungslinie. Und jetzt hat er hier. Wie viele Jahre hat er am Buckel? Ach, mal sehen, ob ich alle hinkriege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 38. Da kann ich es nicht mehr zählen. 38, 39, 40. Ich würde mal schätzen, so um die 50 Jahre ist der alt. Da können wir auch ein Video filmen, ne? 5 Jahre, Alter. Ja, ja. 50, Gregor. Was haben wir da? So alt wie wir und schon gefällt. Scheiße. Also das abballt uns. Unser Alter ist gerade schon zum Baum geworden, zum Holz geworden, ja. Vom Baum zum Holz in 50 Jahren.
Ein Glück, dass die Muttersee bei uns so angesetzt wird, gell? Ah. Gregor ist weg. Zack, ist er weg. Einmal nicht aufgepasst. Jetzt mit Spuren folgen. Da ist er wieder. Mit Wasserüberquerung. Guck mal da, Bernd. Niedersachsen sorgt vor, die denken mit hier. Waldwege, befahren mit Kraftfahrzeugen und Zugtiergespannen verboten. Aber Forstbetriebe wird es halt weiter. Ja, nicht schlecht, gell? So sorgen die dafür, dass Ruhe herrscht im Wald hier. Ah, Ruhe ist! So, weiter geht's. Diesmal auf gepflasterten Gelände. Schaut mal! Walderdbeeren und Fuchsbandwurm. Yeah! Da kann ich nicht widerstehen. Guckt euch das an. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Fuchs weniger, eher Hundefisch. Egal. Egal. Das ist ja eine willkommene Abwechslung hier. Du sollst nicht mit dem Fuß da drauf gehen. Das sind meine Erdbeeren. Das ist doch gar nichts. Hm. Da hinten ist auch geil, ja. Süß. Jo. Geschmacksexplosion im Mund. Achtung. In 3, 2, 1. Gregor möchte nicht. Oh, ist das geil. Also alles voll hier. Guckt euch das an. Kann ich nicht widerstehen hier. Genial. Das geht bis da runter. Überall Erdbeeren. Genial. Oh, hier könntest du eine ganze Erdbeertorte von machen. Oh, lecker. Die Wege liebe ich ja hier. Die sind ja gigantisch. Wahnsinn. So mag ich das. Vorsichtig antesten hier. Rutschig. So. Da ist er, der Übeltäter, hat sich verkrochen, schämt sich, steht im Wald und wartet auf die nächsten Schandtaten. Ein Harvester. Oder was ist es? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls so aus. Das Maschinchen gräbt der Wald um. Ja. Dann haben sie noch die Baubude, damit es dann immer schön warm bleibt. Aber heute, Samstag, da tut er mal nichts. Aber schöne Schneisen gezogen hier. Ja, ja, so ist das. Hier auch wieder, Schneise. Schneise. Noch einmal, hier ist er. Da steht er wohl. Wie schön hier. Ganz wild romantisch, Bächlein. Man es glaubt oder nicht, das ist ein Bachlauf. Vielleicht hört ihr das leise.
plätschern. Geht hier lang und da. Aber guck mal hier. Das sind die unangenehmen Sachen. Also das ist scheiße. Das ist Hydrauliköl, was hier schwimmt. Seht ihr das da? Alles schwarz. Da ist ihm wahrscheinlich ein Hydraulikschlauch irgendwie abgegangen. Wahrscheinlich irgendein Ast dazwischen gekommen und platsch. Aber da hätte er was auch sagen können und machen müssen. Aber macht er nicht. Hammer. Und so sieht's hier aus, wenn der Harvester durchgeht. Es war ein schöner Flecken Erde. Gregor kennt das noch in der Naturfassung. Und ist jetzt natürlich enttäuscht ein wenig, gell? Ja, sieht also nicht so schön aus. Diese schöne Ecke hier, wo so ein romantisches Bächlein durchgeflossen ist, ist jetzt komplett vom Harvester erschlossen, gell? Also sieht nicht mehr so aus, wie es mal war. Das war echt Wildbewuchs. Man konnte ja eben ein bisschen sehen, wie da alles so schön an dem Bachlauf langgewachsen ist. Mit verschiedenen Formen von Sauergräsern, gell? Schachtelhalm war dabei und alles. Also es ist ein kleiner Urwald, aber das ist nicht die. Schade. Waldautobahn. Mist. So kann das gehen hier. Ruckzuck ist ein Paradies. Nicht mehr das, was es war. Was machen wir jetzt? Wollen wir runter oder hier rauf weiter? Gehen wir da weiter. Jo. So, wir waren gerade Wasserzapfen. Aber an dem idyllischsten Ort, den man sich so vorstellen kann, oder? Mit, ja. Hammer. Das muss ich euch mal zeigen. Und zwar geht hier so ein kleines Flüsslein runter. Es ist halt diesmal ganz wenig Wasser. Normal fließt da ein bisschen mehr. Ja. Noch mehr zugewachsen. Ja. Das ist der Hammer hier. Könnte ich den ganzen Tag verbringen. Hier wieder Schachtelhalm. Gregor, das ist der Wahnsinn. Ist das nicht toll hier? Ha? Ja, das ist echt toll. Das sieht wirklich sehr, wie ein Kunstwerk aus. Also jetzt kann ich auch Heines Harzreise besser verstehen. Ich glaube, der muss hier an demselben Punkt gestanden haben, als er gesagt hat, okay, ich schreibe mal ein Buch drüber. Ha? Wahnsinn. Ich musste das übrigens, ich habe es Gregor eben schon mal erzählt, ich musste in der 10. Klasse Realschule, musste ich das lesen. Es war kein Spaß für uns damals. Aber ich kann jetzt verstehen, so nach 35 Jahren später, was das bedeutet. Gell? Ist schon toll hier. Also könnten gerade wirklich, so wie Heine das schrieb, ein paar Elfen gerade mal um die Ecke kommen und hier einen kleinen Tanz aufführen vor Freude. Oder Gnome aus irgendwelchen Erdhöhlen kommen. Echt irre. Wahnsinn. So, wir wollen weiter. Der See ruft. Wir haben schon relativ spät heute. Es ist 17 Uhr. Und eben ist uns gerade noch ein Nacktwanderer begegnet. Also nicht erschrecken, wenn ihr hierher kommt. Das ist hier innen. Ja? Nur Wanderschuhe, Rucksack und Kappe. Ansonsten nix. Ja, der Hit. Aber es ist so schön hier. Das ist mit das Schönste, was ich jetzt bisher gesehen habe hier auf dem Ganzen. Ein kleiner, schöner Pfad, Wanderpfad. Und dann mit diesem Tal, mit diesem kleinen, sagenhaften Bäckchen. Toll. Richtig toll. Dann sind wir gerade rausgekommen. Über die Straße und hier an einem Steilhang hoch. Das ist mächtig. Seht ihr? Wie das hier so abfällt, das Gelände. Ja, ordentlich. Und jetzt geht's hier weiter. Höger schon oben. Na, Bein. So, jetzt geht's hier wieder weiter zurück. Weg von der Straße. Ist auch seit langem erst wieder mal eine Straße, die man dann hört. Ha?
Ah, da ist er. Oh, ganz schön Gas, ne? Der kann's. Ja, Gummi, gib Gummi. Das ist zum ersten Mal hier lang. Nee, ist ja auch mit leichtem Gepäck unterwegs. Wenn ich da nur den Rucksack mitnehme für eine Flasche trinken und die Restkleidbestände, Kleiderbestände, geht das. Schön hier. Steil, das ist. So steil. Und da sind wir hergekommen. Hier, das war eine Kurve. Geil. Zieht einem sämtliche Energie. Oh, genial. So steil, Leute. So steil. Das ist kurz vor Bergsteigen. So, den Weg, den sind wir hochgekommen. Ah ja. Na? Weiter oder Päuschen? Ja, was trinken. Hause. Sehe ich da wirklich Schweiß auf Gregors Stirn? Also eins muss ich sagen, wir sind heute viel querfeld eingelaufen und das macht das aus. Deswegen geht die Zeit so dahin, gell? Da haben wir gute, aber es war total spannend. Ich fand diese Wege total genial. Du gehst von dem normalen Waldweg ab und kommst dann zum Beispiel da, wo wir jetzt Wasserzapfen waren, zu seinem kleinen Bächlein. Traumhaft schön. Das macht das aus. Man muss die Augen offen haben hier im Harz für die schönen Dinge, weil das ist gar nicht so einfach zu entdecken manchmal. Ja, musst du halt. Da sind versteckte Kleinode. Ja? Ruckzuck läufst du vorbei. Ja. Also immer Augen auf im Harz. Ganz wichtig. Sonst siehst du die schönen Sachen nicht. Man läuft einmal komplett dran rüber vorbei. Und ich sehe wieder Erdbeeren. Ich mache auch Pause jetzt. Erdbeerpause. Ah, das Ende naht. Das erste Ziel für heute. Ja. Jetzt haben wir nochmal so einen schönen See erreicht. Das sind alles künstlich angelegte Stauseen, glaube ich, gell? Alles für den Bergbau damals. Und hier wollte ich euch mal zeigen, wieder eine andere Art von Fahren. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig, was das für eine ist. Aber sehr interessant. Ganz anderer Typ wieder. Ganz anders. Und man merkt schon, es wird dunkel und wir müssen uns sputen. Es wird so langsam Zeit, die Zelte mal aufzubauen, sozusagen. So. Bis gleich. So, meine Lieben, guckt hier, guckt da, guckt überall. Mein Aufbau. Einmal am Boden liegend die Expert-Hängematte, weil ich kein Hängematten-Typ bin, aber diese Hängematte einen Mückenschutz hat und wir direkt am See sind. Und das ist auch ganz gut, weil hier fliegen lauter kleine Kriebelmücken. So kleines Ungeziefer, das einem den Nerv rauben kann. Und deswegen habe ich da das Moskitonetz drüber. Innen drin habe ich schon den Expert-Sack. Und ja, so ist der Aufbau. Nicht schick, aber praktisch. Ja. Und Gregor hat seins da hinten aufgebaut. Hat aus dem Poncho, den man eigentlich jetzt brauchen könnte, weil es leicht angefangen zu regnen, hat sich sein Dach gemacht. Sieht auch sehr praktikabel aus. Gell. Nur kein Mückennetz, oder? Du musst Mückenmittel ohne Ende nehmen heute Nacht. Schlafsacks war so ein Moskitonetz drin. Ich habe auch nochmal extra für den Kopf was. Ja. Gregor, wie geht's dir denn nach der ersten Runde? Rücken streikt. Oh je. Ja, wir gucken mal, wie wir das machen.
Wir werden uns keinen Leistungsmarsch geben morgen. Wir machen, wir wachen auf und checken und dann werden wir sehen, was wir dann machen. Gell? Wir müssen erstmal drogen. Ja. Aber es war schon, jetzt gerade so die letzte Etappe, das war schon mal sehr anstrengend. Ich will mal ein bisschen ins Helle gehen, damit ihr noch was seht. Nicht, dass ich da ins Dunkle hinein filme. Und das ist die Belohnung des Tages sozusagen für uns. Hier sind wir untergekommen. Ist das nicht schön? Ja. Es sieht aus wie in Schweden fast, würde ich sagen, wenn ich mal so behaupten darf. Vor allen Dingen finde ich das toll, wenn die Bäume sich so spiegeln im Wasser. Ja. Wenn man das so sieht, richtig toll. Ja, für mich war die Tour heute auch nicht einfach, anstrengend und man sieht vielleicht, ich will euch mal gerade, so sehen Hosenbeine aus nach einer Tour. Ja, das ist die Folge von den ganzen nassen Wegen, die es hier oben im Harz gibt. Also gute Schuhe braucht ihr, das kann ich nur empfehlen. Ja. Wer hier mit Freizeitlatschen kommt oder irgendwelchen, wie heißen sie, diese Turnschuh-ähnlichen Begehungsmittel, lasst es sein, bringt nichts, gibt nasse Füße. Hier braucht ihr wirklich richtige Wanderschuhe. Ja. Aus Leder oder aus einem zumindest wasserdichten Material. Das bringt sonst nichts. Ja. Sonst habt ihr keinen Spaß beim Wandern. Wir haben heute mehrmals matschigste Wege gehabt, gell, Gregor? Deine haben aber trotzdem durchgehalten, obwohl es die Tropen sind, gell? Tropenstiefel von Loba, halten auch. Viel nasser hätte es nicht sein dürfen. Ja, viel mehr hätte es nicht sein dürfen. Herr Gregor hat auch mehr aufgepasst als ich. Ich bin da schon mal öfters durch die Patschen durch da, gell? Ja, jetzt essen wir was. Ich habe mir schon da von... Ah, das muss ich euch zeigen. Werbung! Knorr bietet nämlich jetzt, hör und staune, und zwar natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe und Konservierungs- und Farbstoffe, ein Beutel mit Nudeln. Ja, nicht schlecht, gell? Also Knorr macht es möglich. Also ich war echt fasziniert, als ich das gelesen habe, dass Knorr dann auch mal umgeschwenkt ist und schmeckt ganz gut. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Beutel, den ich jetzt schon esse. Und ja. Insofern empfehlenswert. Und eins noch dazu, ich habe es gekauft. Ich habe es nicht gesponsert bekommen. Ist nur so ein Tipp für die, die viel wandern. Gell? Das könnt ihr euch leisten. Bei Gregor gibt es heute wieder französische Exquisite-Küche der Armee. Da ist alles schon vorbereitet. Mal sehen, ob man hier überhaupt noch was sieht. Naja, ins Helle und ins Dunkle gefilmt. So. Ja, dann werden wir jetzt noch ein wenig essen, genießen und ich melde mich da nachher nochmal, gell? So, jetzt hat es aufgehört zu regnen, aber jetzt ist bald schon Bettgehzeit. Ja. So, ich sag mal im Namen auch von Gregor, gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Und wir genießen jetzt so ein bisschen die Stille. Morgen. Die Nacht war kurz, aber schön. Also ich habe gut geschlafen. Einmal so von 10 bis, glaube ich, 3 Uhr und dann nochmal von 3, also kurz halb 4 bis so 5.30 Uhr. Also nochmal so 2 Stunden. Das war ganz gut, war sehr angenehm. Ja, geregnet hat es halt noch ein paar Mal, ein bisschen. Da ist noch nass. Ansonsten war es ganz gut. Ich habe meinen Aufbau halt so gemacht, wie ich es gestern schon beschrieben habe, so mit einem Expert-Tab. Die Hängematte habe ich als Moskitoschutz genommen und schön bequem habe ich unten auf der Expert gelegen. Ja, war gut, war echt angenehm. So, und jetzt geht's ans Zusammenpacken. So, leave no trace. Jetzt sind wir soweit. Wir haben gerade gepackt und jetzt geht's weiter auf unserer Tour durch den Harz. Gell? Lockere, schöne 25 Kilometer liegen jetzt vor uns noch, oder? 22, ja dann. Ja. Wir haben alles wieder abgeräumt. Nochmal ein Streckchen heute. Der See ruht in Stille vor uns.
Und ja, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir mal wieder Strecke machen. Ja, war schön, schöne Nacht. Angenehm. Es hat heute Morgen nur ganz kurz geregnet, aber das habe ich ja schon erzählt. So, dann geht's weiter. Vorzieh die Schnagen aufwerfen. Ja. Die Kriebelmücken. Wieder auf den schönen Teilen des Harzer Wanderwege. Eben sind wir gerade an so einem Seeball vorbei, der war nicht so schön, da war so viel abgeholzt. Und jetzt geht es hier auf so einem ganz schmalen Grat weiter. Es ist sehr schwül, so ein drückendes Wetter heute. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es noch die Sonne rauskommt, aber die Wolken wollen da nicht so Platz machen. Gegen Mittag, ja. Wenn wir fertig sind, ja. Gegen Mittag. Das ist das. Jetzt haben wir so ungefähr 9 Uhr. Wir sind jetzt 2 Stunden auf den Füßen schon. Am Laufen. Wir sind so 5 Uhr noch was. Waren wir wach durch die Vöglein. Den Gesang, die Gesangsstunde. Naja, dann geht es halt weiter. Weiter, weiter. Und alles schön grün hier. Schaut, an welchem schönen Ort wir nur nach kurzer Strecke jetzt gekommen sind. Ein kleiner romantischer Wasserfall. Hier ist der Spiegeltaler. Spiegeltaler Wasserfall. Das ist mal schön hier, ne? Die Flüsserei. Sehr schöne Etappe. Kaum was los hier. Ist geil. Richtig toll hier, wenn man das sieht. Richtig schön. Eine Waldetappe. So sah das vorher auch bei dem anderen Weg aus. Riesige alte Fichten. Wenn ihr den mal guckt hier. Ein Monster. Locker 150 Jahre alt, würde ich sagen. In der Größe her. Und hier riesig. Riesig. Zu schade zum Ernten. Diego hat einen Tatort entdeckt. Ein Tatort des Grauens. Die bösen Buschkräfte sind da. Da hat wahrscheinlich einer mit Buschkraft an den Hühnchen gerupft. Ja? Jetzt könnte man gucken, was es denn war. Wenn die Federkiele abgebissen werden, dann war es irgendein. Es war ein Täubchen hier. Sieht nach einem Türken. Nee, was ist es? Eine Ringeltaube, denke ich, wird es gewesen sein. Und wenn man jetzt die Federkiele guckt und wenn die abgebissen sind, dann war es irgendwas, was Zähne hat. Ist es gerupft, wie hier, wo die Federkiele ganz sind, dann war es irgendwas wie Habicht, Eule oder sonst was. Man wurde auch gleich an Ort und Stelle verspeist, da hinten liegen noch ein paar Knochen. Ja. Also das war deutlich ein Raubvogelattentat. Yeah. Macht gerade Verkostung. Risotto mit Huhn und Gemüse von Survivor Outdoor Food. Und? Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Wie viele Kilokalorien? Das ist eine Doppelpackung. Nettogewicht 250 Gramm. 600 Gramm Wasser rein. Also 0,6 Liter Wasser. Hat 1000 Kalorien.
1000 Kalorien, das ist ordentlich. Ne? Ja, die also, Einbahnpackung sind mir viel zu wenig. Im Vergleich dazu, ich habe euch ja. Ich mache mir jetzt den Knorr Bolognese, das war. Kilojoule, das heißt 320 Kilokalorien, also ein Drittel davon. Also nicht unbedingt das. Entschuldigung. Das kann man so als Hubs zwischendurch machen, aber ich habe jetzt auch noch Studentenfutter dabei, da komme ich locker auf diese 1000 auch. Ja. Ja. Kann man gut essen. Mittagspause. Machen wir essen. Das ist schon fast fertig hier. Gibt's gleich bei mir. So sieht das aus, das Knorr. Auch nicht schlecht. Guten Appetit. Das ist geil. Guck mal da hinten da. Da kommt das Fisslein raus. Ist witzig, gell? Ja, meine Lieben. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sind so langsam am Ende unserer Tour. Ja, es war schön. Es waren ca. 42 Kilometer. Mit Rucksack und Gepäck, 2 Tage unterwegs im Harz. Viele Seen haben wir gesehen. Ja, ja und viele schöne, also und grün satt, kann man nur sagen. Also wer wirklich mal so eine richtige Grünkur braucht, der sollte hier mal in Harz fahren. Es gibt wunderschöne Wege abseits der Hauptstrecken, muss man natürlich sagen. Man muss sich ein bisschen auskennen. Ohne Gregor hätte ich das nicht geschafft. Gell? Gregor war mein Scout, ja, mein Trail-Scout war er. Hat er toll gemacht, mit Karte und Kompass übrigens, also Respekt, gell. Ich konnte wieder was lernen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Tour. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß auf all euren Wegen. Gell. Macht's gut, ciao. Ciao. Das, was ihr da seht, sind meist alles Fahne. Und Heidelbeeren, also ist Wahnsinn. So was liebe ich ja besonders. Ja, und da kommen wir gleich, wenn ihr seht, in den See wieder. Also es ist eine wahnsinnige Abwechslung hier. Genial. Und es ist nichts zu hören außer Vögeln und dem Wind. So, ja, lieber Bernd. Dir für deinen Kanal weiterhin alles Gute. Ja? Die nächsten 2000 Abonnenten warten sozusagen ja schon. Ja, ich freue mich, wieder viele Videos aus deinem Garten, aus dem Bremer Wald, von deinem Küchentisch und sonst wo zu sehen. Ja, und bin gespannt, wie sich dein Kanal weiterentwickelt. Gell? So, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß. Und bis wieder mal. Macht's gut. Tschüss. Schön, ja? Und mit 20 Kilo hinten am Buckel so Erdbeeren pflücken, macht auch Spaß. Deswegen machst du nicht. Ha? Deswegen machst du nicht. Ah, eine schlechte habe ich dabei. Die lassen wir mal. Guckt euch das an hier. Ha? Sag, deswegen machst du nicht. Kopf über an der Erdbeeren. Oh, lecker. Was haben wir doch im Glück heute hier. Wetter stimmt, Nahrung. Oh, geilomatik. Geilomatik, was? Meinst du? Naja. So, eine noch. Oh, so weckt ihr. Oh, das machen wir was jetzt.